Und dann weitern wir jetzt einmal nach links. Machen wir nochmal Eisen. Eine Pflanze. Brauchen wir. Weil ich versuche das gerade halt ein bisschen mehr in die Richtung zu biegen, dass wir jetzt wirklich irgendwie einen geilen Start haben. Und bis jetzt sah das ja alles sehr gut aus. Die Wärme steigt auf jeden Fall sehr gut, der Luftdruck steigt. Wärme könnte halt als nächstes eigentlich deutlich besser werden. Oder noch einen Ticken schneller vorangehen. Aber hier haben wir nichts. Machen wir jetzt nochmal was. Sehe ich jetzt nichts an Kisten oder ähnlichem. Doch da. Und Chips das. Und da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir werden wirklich schauen müssen, dass wir mit den jetzt weiter irgendwie kommen. Weil wir sonst einfach das. Ach, falsche Richtung. Weil wir sonst einfach wieder das Problem mit der Nahrung haben. Mal den Chipsatz. So, das ist für Bewegung 2. Wie stelle ich die denn dann jetzt her? Achso, die hier. Bewegung 2. Das ist dann 30% schneller und wir brauchen Superlegierung 2-mal. Okay. Legierung 2-mal. Und Wasser rein. So, wir haben gleich eine weitere Reise vor uns. Deswegen brauche ich noch ein bisschen Sauerstoff. 1, 2. Wir werden gleich irgendwo da hinten ist ja Iridium auf jeden Fall. Da, da hinten ist eine Kiste. Da werden wir versuchen hinzukommen. Und wir werden versuchen. Noch ein Futter. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das, das. Das, das. Ja, komm, Uran nehmen wir auch mit. Und wir werden dann halt schauen, dass wir. Okay, bin passt voll. Dass, wenn wir hinten sind, so viel Iridium wie möglich mitnehmen, um hier halt die Temperatur dann hochzuknallen, um da hoffentlich so schnell wie möglich mit den Nahrungsquellen anzufangen. Die Frage ist, ich weiß halt noch nicht mal, selbst wenn wir das Ganze haben, ob wir immer wieder Samen dann daraus kriegen oder wie das gehandhabt wird. Das heißt, auch das ist mir nicht bekannt. Okay, die Flaschen sollten reichen. Ja. Zack. Silizium brauchen wir. Das kommt da rein.
Eisen bleibt. Das kommt da rein. Aluminium kommt da rein. Das kommt da rein. Den Rest nehmen wir mit. Dann glaube ich einmal Futter jetzt auch schon reinhauen. Das schadet nicht. Soweit. Okay. Eine Sache sollte ich noch tun. Ich werde nochmal trinken holen. Das heißt Eis. Ich bin da halt ein bisschen jetzt vorgeschädigt mit diesem Eis-Geschichten. Dass man da halt irgendwie ankommt und dann nichts mehr hat. Deswegen, ich werde glaube ich zwei Flaschen nochmal auffüllen. Safety first, dann haben wir eine Nahrung, eine Dings. Das müsste Eis sein. Das müsste Eis sein, gut. Das reicht mir dann auch. Da sprinten wir jetzt einmal in diese Richtung. 46 KTI. Das sind ja 46.000. Wir brauchen 175 für Erschaffen eines Himmels. So. Wasser. Wasser. Weil das sieht ja los. Los geht's. Eisen braucht man noch, weil dann können wir jetzt auch üben, eine Basis aufstellen. Und in die Basis können wir dann ganz viele Wärme-Dinger reinpacken, ohne Ende. Weil das Iridium, das es gibt hier einen Massen. Ich werde das hier, glaube ich, auch schon mal auf dem Weg ein bisschen einsammeln. Genau. Neuer Bauplan. Bora 3. So, die erste Sauerstoffflasche ist gleich leer. Und jetzt schon eine neue rein. Hier müssen wir halt aufpassen, dass Lava nicht zu blühen. Oder die Lava. Das brauchen wir für die Schuhe. Ich werde hier extra meinen größeren Bogen machen. So, ich weiß jetzt auch nicht, von welcher Seite wir da überhaupt reinkommen. Aber das war halt so das, was ich gesehen hatte, wo ich mir dachte, okay, wenn Nahrung, dann wahrscheinlich nur noch hier. Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir sonst noch was herkriegen. Dann noch mit Sauerstoff und Wasser einmal rein. Das liegt hier irgendwie sehr doof. Ich muss, glaube ich, echt aufpassen, dass ich nicht in die Lava hüpfe. Oder reinfalle. Darauf? Oh, okay. Nee, da will ich nicht hin. Okay, jetzt sagt mir nicht. Hier irgendwie komplett außen rum muss. Okay, das ging noch.
hier. Auf Eisen. So. Ein Eisen bitte, danke. Ah, jetzt habe ich den Stoff vergessen. Ah. Das ist jetzt doof. Nicht stimmt. Das packen wir einmal kurz hier aus. Neue Mitteilung erhalten. Schauen wir mal. Kommen wir denn hier rein? Schiff. Warum bin ich ja nicht der Einzige, der hier so doof abgestürzt ist. Ja, das ist jetzt nur Material. Jetzt nicht wirklich viel. Da. Ein Essenspaket haben wir schon mal. Zweites Essenspaket haben wir. Ich werde auch gleich, wenn wir weitere Essenspakete finden, genau das tun, dass ich sie hier halt austausche. Ich kann ein Essenspaket nehmen, ich kann einen Sauerstoffpack nehmen. Weil Essen ist mir gerade relevanter als der Rest. Nahrungszüchtung, das ist doch das, was wir. Oh mein Gott, nein. Warum halt nochmal? Das weg, das nehmen. Ich bin der Meinung, wir sind hierher gekommen. Bitte sag mir nicht, dass wir uns jetzt hier... Oh mein Gott, zum Glück. Ich war jetzt gerade schon wirklich so ein bisschen am Überlegen, ob wir uns jetzt verlaufen haben. Das wäre für mich dann Overkill gewesen jetzt. So, okay. Okay, okay, okay. Das erste ist, wir speichern jetzt, falls irgendwas passiert, haben wir den Stand. Also falls wir jetzt irgendwie rausfliegen, falls irgendwas. So. Okay. Wir brauchen jetzt nochmal. Wie ist das voll? Warte. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Platz. Das, wir können ja hier dann um 1 erweitern. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Da hinten hier arbeiten. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir sind schon mal nicht ganz verkehrt. Wir brauchen ein bisschen Titan. Wir brauchen ein bisschen Silizium. Ein bisschen Kobalt, falls wir uns da drin verlaufen. Eisen habe ich, glaube ich, gerade. Was zum... Läuft. So, weil... Jetzt kommen wir Nahrungszüchter. Da brauchen wir wieder Aluminium. Aluminium müsste ich rein theoretisch wieder zurück... Weil es das hier, soweit ich gesehen habe, so nicht gibt. Okay, das geht wieder los. Vielleicht kriege ich ja damit Aluminium. Und wir müssten ja aber jetzt hier ein bisschen näher fallen.
Bewässerung. Sauerstoff kriege ich, glaube ich, noch hin, darüber zu laufen. Auch da brauche ich Aluminium halt, ne? Da kann ich nicht hinbauen. Irgendwie habe ich meinen Platz fürs Gebäude sehr fail ausgesucht, habe ich das Gefühl. Wir sollten das, glaube ich, noch mal probieren. Oder liegt das jetzt gerade in dem Schutt, der da liegt? Kann eigentlich auch nicht sein. Was ist denn, wenn wir hier vorne erweitern? Müssten wir ja hier getan haben. Habe ich mich da ausgesperrt oder was? Dann müssten wir Titan haben. Dann irgendwo hier den Eingang. Erzeugt Luftdruck durch Freisetzen von Bodengasen. Titan, Aluminium, Aluminium. Also Titan wird gerade halt immer und immer mehr zu diesem Main-Produkt, was wir irgendwie brauchen. Weil ohne Titan kommen wir hier gerade, glaube ich, nicht weiter. Nicht Titan, Aluminium. Ich sammle hier die Materialien erstmal auf. Weil der Punkt wäre, den wir halt, oder der Weg, den wir halt einschalten könnten, ist, wir laufen jetzt wieder zurück. Sammeln Aluminium und kommen wieder hier hin. Das würde halt gehen. Also wir hätten, glaube ich, auch mehr als genügend Nahrung, Luft etc. pp., um das auch zu machen. Weil der Punkt ist, wenn wir das machen würden, würden wir halt auch hier wirklich anfangen können mit Nahrung etc. pp. Wir haben jetzt viel Luft. Und wie gesagt, ohne irgendetwas möchte ich gerade auch ungern in dieses Raumschiff reingehen. Also ohne nochmal ein bisschen Safe-Zeug. Weil ich habe so einen Ticken Angst, mich da drin zu verlaufen und dann steht man da.